So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Super Magie 2. Wir haben hier die 40. Mission freigeschaltet. Na? Will den Ballon nicht platzen lassen? Na, dann halt nicht. Und der möchte jetzt platzen lassen. Da. Ah, geht nicht. Warum geht denn das nicht? Gut, machen wir die 40 trotzdem. Nachthimmel. Da haben wir wieder einen Bossgegner. Das heißt, wir werden hier wieder ein kleines Upgrade mitnehmen. Was macht das hier? Sprecht 10% mit. Okay, machen wir mal. Nehmen wir mit. Was ist das hier? Nee, das brauche ich jetzt noch nicht. Der Abpraller wäre ganz cool. Da hab ich Bock drauf. Beides konstant, beides also die ganze Zeit über. Wow, da kommt er schon. Der ist die ganze Zeit da, die Sau. Komm, werde zerstört. Ah, jetzt hat er erstmal wieder unsichtbar. Okay, ich kann auch schon Gold nicht mehr bekommen. Wizard! Komm, zerstör sie alle. Da wird er wieder kommen. Da ist er. Na, er sieht schon relativ ramponiert aus. Sieht schon sehr, sehr ramponiert aus. Wichtig ist natürlich, den Boss erstmal zu besiegen in dem Match, damit wir überhaupt weiterkommen. Die Bloops sammeln passiert eh irgendwann später. Alle drücken mich weg, die Schweine. Was für Schweine! Oh, da waren Lila-Raketen. Brauche ich die Fontanmantel, hm? Komm, werde zerstört. Ich habe ihn zerstört, er ist kaputt gegangen. Wow, sind das viele. Silber habe ich noch bekommen. Das war es wahrscheinlich. Ja, oh, das war aber knapp gewesen. Aber wirklich knapp gewesen. Ich habe irgendwie nur eine Kiste bekommen. Das war jetzt nicht so viel. Na, ja, eine einzige Kiste. Aber nochmal einen schönen Turbo-Boost bekommen. Die 41. Eisige Tiefen. Na, Switch. Ein Orker. Noch ein Orker. Ein Bloop Vakuum habe ich bekommen. Eine Kiste. Hier wird ein Bällchen gespielt. Gold ist noch drin, oder Gold wäre noch drin. Kleben. Noch ist Gold immer noch drin. Aber es ist ganz cool, das zu wissen. Dass das genau das bedeutet. Dann weiß ich halt, wann es mal eventuell nicht mehr möglich ist. Dann brauche ich halt auch nicht darauf hoffen. Sieht aber nicht gut aus. Gold ist dennoch noch drin. Der Ninja macht das schon. Sehr, sehr viele kleine Fischchen. Silber. Und da ist Gold auch weg.
Da fehlen mir einfach die guten Waffen noch. Und hat die Power-Ups, die entsprechenden. Wow, okay. Sind ziemlich viele gewesen da oben. Ich denke, das war's gewesen. 248 haben nur gefehlt. Das ist ja nervig, ey. Oh, Mann. Oh, wieder andere Kisten. Wir haben einen Erfolg bekommen. Wahrscheinlich tägliche Mission. Nein, doch nicht. Schließe Nachthimmel ab, Level 32 bis 40 gibt es 10.000 dafür. Lass alle drei Sterne Blutz in jedem Level von Affengasse platzen. Alle drei aus, Fragezeichen Blutz. Okay, machen wir später Wummel. Hol dir eine Abzeichen der Boomerangs, hol dir eine Abzeichen der Energie, hol dir und lass 8.000 Blutz in Boomerangs platzen. Was ist, wenn ich sowas wegmachen würde? Ah. Kann man also einmal am Tag eine tägliche Mission neu rollen, sozusagen. Aber ist erstmal nicht relevant für jetzt hier. Ist ja schon wieder der nächste. 30 Medaillen. Ach du Kacke. Na gut, dann muss ich danach. Muss ich danach durchaus ein paar Level für mich machen. Damit ich ein paar mehr Goldmedaillen bekomme. Denn ich brauche dann doch ein paar. Vielleicht sollte ich alle einfach mal auf Gold bringen. Versuchen einfach mit irgendwelchen. Mit irgendwelchen Waffen. Oder mit irgendwelchen Medaillen mal versuchen, Gold abzuholen. Auch wenn die meisten Waffen, die ich halt noch nicht gekauft habe und nicht geupgradet habe, nicht noch nicht gut sind. Und die haben wir jetzt auch schon nicht mehr möglich. Ja, man muss wahrscheinlich jeder gekillt werden, ne? Gehe ich mal von aus. Da hat man nicht sehr viel Spielraum, mal was zu verlieren. Verdampfer. Naja, der hat nicht so wirklich viel gemacht. Aber die Bomben bringen schon relativ viel. Sandgott. Und ein Upgrade habe ich noch aufgesammelt, gerade bin ich der Meinung. Irgendwie wird es doch nicht aktiv. Gold wäre immer noch drin. 3000 nur noch. Streng dich an. Na, jetzt kommen ein bisschen viele. Ich, Gold ist weg. Die ich nicht alle kaputt machen kann. Zu viele. Das war's. Ich brauche, glaube ich, eine andere Kombination. Die Peitsche ist aber gut. Eigentlich ist alles gut. Wobei die Magie finde ich ganz so cool, ehrlich gesagt. Irgendwie bräuchte ich statt der Magie irgendwas anderes. Irgendwas richtig Starkes. Ich habe das Gefühl, die Magie macht nicht so viel Schaden. Weil sie natürlich auch schon mega heftig ist. Pfeile, Nagelbälle, feuert 24 Pfeile oder Zauber. Fügt den Ketten mit angefangen zu springen von Blumen zu Blumen, produziert mehr Blumen und erhöht Reichweite Schaden. Boomerangs. Vielleicht müsste ich mal alles probieren. Energie ist ja zwar schon stark, schön und gut. Aber irgendwie finde ich, ist es nicht ganz so optimal.
Es ist nicht so einfach, hier aus was auszuwählen. Vielleicht mal den Zauber mitnehmen. Das ist ja Energie, das ist vielleicht Magie mitnehmen. Pfeil ist aber auch nicht schlecht. Braucht, glaube ich, irgendwas, um die Masse halt zu killen, wirklich. Und da glaube ich, werden die Pfeile ganz gut. Und dann rüsten wir es gleich mal auf, wunderbar. Und hier noch die Stachelexplosion, kann man dann Nagelbälle schmeißen. Wir nehmen mal die Pfeiche mit. Guck mal, wie wir damit zurechtkommen. Sieht sehr wuchtig aus auf jeden Fall. Muss man natürlich nah an die Gegner. Mal gucken, mal gucken. Lass uns mal überraschen, was die Pfeile so schönes können. Zieht man noch ein bisschen mehr durch hier. Oh, hier ist ein Pop. Da war ein Fragezeichen gewesen. Man sieht wirklich ein bisschen mehr durch jetzt ohne die Magie. Hier ist irgendwas unsichtbar. Ja, so ist die Peitsche auch schön lang, weißt du, nicht so mickrig wie hier. Richtig schön ausschwenken lassen. Gold ist noch drin, Freunde, Gold ist noch drin. Da ist die Goldmedaille, das heißt, ich muss eine weniger farmen. Muss auf jeden Fall auch mit der Peitsche ein bisschen mehr rumschwingen. Weil, wenn man die halt nicht rumschwingt, dann bleibt es halt nur so kurz so hier bringt es halt nicht wirklich viel. Was hat richtig rumschwingen auf dem Screen? Schon wieder 72.000 Bloops. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell das geht. Okay. Eine Medaille bräuchte ich ja theoretisch noch. Oh ne, 9 fehlen mir noch. Ich habe vorhin an 18 von 20 gedacht. Bei dem anderen. Ja, theoretisch fehlen noch ganz, ganz viele goldene Missionen. Aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz eine Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Sbloons Super Monkey. Ich werde versuchen, hier einfach ein paar Medaillen zu holen, ein paar Goldmedaillen und gleichzeitig versuchen, hier ein paar andere Dings zu holen. Nur Pfeile und so weiter. Ein paar Medaillen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von BSM2. Bis dahin. Ciao.